Ja, liebe Leute, jetzt willkommen wieder zurück zu Let's Play Far Cry New Dawn. Da vorne ist wieder irgendwas. Eine Vorratskiste. Vorratslieferung. Ja, ich sehe schon. Soll ich uns direkt holen? Ja, dabei. Nehmen wir uns mal wieder vor, die Mission zu machen. Genau, wir nehmen uns wieder vor, eine Mission zu machen und machen wieder was anderes. So. Wie immer. So. Aber wenn man das nicht mit einkalkuliert, sollte man kein Open World Spiel spielen. Können das Feinde sein da vorne, was da gerade kommt? Das. Ja. Ja. Solide mit meinem Pfeil geholt. Ja. Den einen hast du mir noch weggesnickt, den letzten hätte ich noch gehabt. Ja. Oh, den habe ich aber echt gemein getroffen. Oh. Ja. Genau ins beste Stück. Ah, die hatten aber Panzerfaust, Alter. Das war. Die hat nicht viel zu machen. Nee. Gut. Genau, wir wollten eigentlich zu Nana. Hab ich das mal markiert? Ja. Zu Nana. Ja, genau, zu Nana wollten wir. Hier ist aber das Motorrad, also Fahrzeug. Da haben wir ein Fahrzeug. Auf geht es. Holen wir uns unseren nächsten Helfer. Gute Nana. Ich bin gespannt auf den neuen Far Cry. War ich noch richtig? Wir sind richtig auf jeden Fall. Ich glaube, hier unten sind auch einige Gegner. Fallen auf jeden Fall Schüsse. Okay. Ist die Nana, die so rumballert. Wenn wir rumrennen würden, wäre es wenigstens eine Herausforderung. Oh, wow, so ein junges Gesicht. Ich habe Krampfadern am Arsch, die sind älter als du. Ich weiß, was du denkst. Sie hat den Körper einer 30-Jährigen, aber das Gesicht eines Hodens, der zu lange in der Sonne lag. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich bin die beste Schützin, die es auf diesem beschissenen Planeten noch gibt. Du kannst mich Nana nennen. Wenn du jemanden suchst, der dir hilft, diesen nichtsnutzigen Highwayman eine Lektion zu erteilen, dann bin ich dabei. Aber ich helfe dir nicht einfach so. War klar. Ich habe hier draußen einen Schießstand aufgebaut, um fit zu bleiben. Zeig mir, was du drauf hast. Beeindrucke mich und ich komme mit, wenn du diesen maskierten Dreikäsehorst die Leviten liest. Okay, was müssen wir machen? Wie geht es zur Scharfschützenstellung? Oh Gott. Oh Gott. Warte mal. Ich hätte kein Scharfschützengewehr. Ich glaube, liegt hier keins rum. Du hast das. Nee, ich hab meins, also ich hab automatisch eins, also sowieso eins dabei. Gibt's keins hier? Ich kann ja aber auch nicht weggehen, das ist das Problem an der Sache. Ich auch nicht, ich bin auch festgewachsen. Dann nehme ich die hinten weg mit dem Scharfschützengewehr und nimm mit der MP die vorne weg, würde ich sagen. Ja. Okay, ich starte. Bist du soweit? Ja. Okay. Warte, ich muss mal in die Luft. Ja, jetzt. Okay, go. Daneben. Wie braucht man denn überhaupt 10, ne? Wo sind. Zwei Stück fehlen noch. Wo sind sie? Keine Ahnung. Hä?
Ach, da hinten ist einer. Noch einer. Ich sehe leider keinen mehr, das ist das Problem. Doch, oben rechts, oben rechts auf dem Haus. Ah, da. Jawohl. Sehr gut. Okay, let's go. Oh, jetzt bewegen die sich. Oh, jetzt 10. Ich auch mal. Ja, ich bin leider nicht so gut gerade zu ziehen. Der beste Scharfschütze bin ich leider auch nicht. Aber kriegen wir schon hin. Noch einer. Oh, der eine ist relativ einfach. Ich treffe den einfach nicht. Jetzt. Da, genau unter deinen Füßen liegt ein Scharfschützengewehr. Hä? Hätte man auch mit anfangen können. Ja. Und du? Muss wieder mit der Bubble hin. Na, ich suche das ja derweil die Komponenten zusammen hier. Schön, dass zur Abwechslung mal jemand zu irgendwas kauft. Gar nicht übel. Das ist gerade ein Bug oder was ist los? Was denn? Hast du mal versucht, die anzusprechen? Verbind mich doch an einen Baum und überlass mich den Bären. Du kannst echt gut schießen. Aber ich habe etwas für dich, das bisher nur ich geschafft habe. Kletter mal dieses Silo hoch. Aber putz dir die Füße ab. Da hast du einen besseren Überblick von da oben. Ich lass ein paar Ballons als Ziele steigen. Du würdest nicht glauben, wen ich alles schmieren musste, um an das Helium zu kommen. Beeindrucke mich und triff die Ballons, während sie aufsteigen. In all den Jahren, seit der ganze Scheiß hochgegangen ist, bin ich die Einzige, die alle geschafft hat. Was? Hast du noch einen Kuchen im Ofen oder so? Hier oben liegt auch ein Scharfschützengewehr. Ah, du bist hier. Ja, ich bin das Silo schon mal hochgeschaltet. Wo du es gesagt hast, kletter das Silo hoch, bin ich los. Hier oben liegt wieder ein Scharfschützengewehr. Ich bin noch zu dir. Ich hab das ja noch. Ja, sehr gut. So, voll. Ach Gott, ich muss ja wieder runter, ne? Ich muss jetzt halt. Echt mit dem... Ah. Ja, ich muss ja wieder runter. Gar nicht schlecht, gar nicht übel. Gut geschossen, Herzchen. Schön, dass zur Abwechslung mal jemand zu... Es fängt wieder von vorne an, ne? Ja. Beeindrucke mich und triff die Ballons, während sie aufsteigen. In all den Jahren, seit der ganze Scheiß hochgegangen ist, bin ich die Einzige, die alle geschafft hat. Gut. Okay, dann let's go. Jetzt. Ich hoffe, dass ich jetzt mit oben gespawnt bin. Ich hoffe, ja. Das. Ja, alles gut. Oben links ist einer. Hab ihn. Jawohl. Ja, das zweite ist halt auch. Ja, das zweite ist noch einiges einfacher. Ja. Na, und hier kommt es zu uns hoch. Hau raus. Ich schießen Ballons und Helme nicht zurück, oder? Probier das mal hier. Let's go. Ich hoffe, Carina macht sich keine Vorwürfe wegen dem Zugunglück. Das wäre total sinnlos. Aber weißt du, die jungen Leute...
Leute heutzutage, die nehmen sich immer alles so zu Herzen, bevor ihre Herzen irgendwann zu Beton ausfärben. Ja, da kommen sie. Ich gehe in den Nahkampf. Mehr oder weniger. Boah, ich sehe das Sägeblatt hier noch rumfliegen. Denk ich doch noch mit. Bei mir. Gute Nacht. Schon wieder Seilrutsche hinweggeholt. Sehr cool. Bleiben wir. Da kommen wir. So. Drei Vorteilspunkte erhalten. Sehr geil. Ich glaube, ich will das geht. Tschüss, das waren deine Nüsse. Jawohl. Die ist hier unten. Also folgendes. Ich habe so ein warmes Gefühl von Hoffnung für die Zukunft und all sowas. Ich bewundere Menschen, die in brenzligen Situationen improvisieren können. Aber eine Übung ist doch einfach. Ziele, die sich kaum bewegen. Kaputt. Der LKW ist natürlich weg. Und hier brennt alles. So, was jetzt? Pass auf, ich muss wieder mit der. Die wurde abgehängt. Ripper, die wurde leicht abgelenkt. Von den netten Herren in Rot. Ah, komm her. Schon besser, Herzchen, also. Aber eine Übung ist doch einfach. Das wissen wir. Ziele, die sich kaum bewegen, sind ein Kinderspiel. Also jetzt bewegliche Ziele. Laute, super, blutrünstige, respektlose Halunken. Das sind echte Ziele. Du? Du bist schlau, scharfsinnig und schnell im Schießen. Tolle Kombination für eine junge, nette Person wie dich. Das sieht man nicht alle Tage in diesen komischen, staubigen Zeiten. Hier draußen braucht man immer jemanden, der auf einen aufpasst. Selbst ich. Alle Jubeljahre mal. Sieh mich als Teil deiner Familie an. Ich kümmere mich um dich, Herzchen. Vielleicht sammle ich noch ein bisschen Highwayman-Haut für meinen neuen Kilt. Ja, man weiß nie, ob ich es ernst meine. Huh? Ja, wunderbar. Wunderbar. Kräftefüße-Anlauung abgeschlossen. Wir haben eine Mission abgeschlossen mit der. Wunderbar. Nein, der Helferauswahl, die setze ich auch ein direkt. Wenn ich kann, oder? Sehr gut. Ja, wenn du mit einem Freund spielst, steht diese Hilfe auf Abruf nicht zur Verfügung. Was? Ah. Das klappt ja bei Far Cry 5 aber gut. Ja. Shit, naja, müssen wir es halt so arbeiten. Ja, gut. Schade, ärgerlich, aber ich mach mal. Ja, eben. Ist allein schon wegen dem Hund ärgerlich. Ach, die Auto, okay. Na gut, egal, kann man nichts dran ändern. Ja, ist dann so. Ja. So, dann gehen wir mal zurück zu Prosperity. Wir haben nämlich wieder ein bisschen was zu. Oh, Moment. Da war noch was.
Du hattest irgendwas gesagt wegen diesem komischen. Den werde ich kurz umbeinen. Nämlich das taktische Fernglas. Bitte? Ah, das taktische Fernglas, genau. Ja, das war jetzt gerade das, was ich holen wollte. Ja. Jetzt habe ich's. Sehr gut. Jetzt habe ich's. Wunderbar. Ja, sehr gut. Und dann können wir eigentlich wirklich mal zurück nach Prosperity. Das war der Plan, ist eine Sache. Weil, Moment, war hier oben noch. Na, Moment. Nein, das Hofsitz, hier fehlt noch was. Wir brauchen noch ein, eine Rolle hier. Ich würde die gerne, ich wollte mich gerade noch schnell die Schweizertest fertig machen. Die okay. Rollen. Ne? Hast du die gefunden? Ja, das lag hier in dem, diesem Ding. Okay, sehr gut. Jetzt kommt aber Gegner. Ich finde das auch ziemlich creepy mit den, die Sägeblätter mit dem Smiley drauf. Das ist gut, ne? Gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann das Hochsitz abgearbeitet. Ja, eigentlich fehlen noch ein paar Missionen. Fruchtloser Übergang da unten. Als nicht allzu weit weg. Das, da fehlt noch ein bisschen was. Da müssen wir noch ein bisschen was holen. Und da fehlt bei der Schrottfarm fehlen uns noch vier Dinger. Genauso wie bei der über das Senke fehlen noch ein bisschen was. Eigentlich müssen wir die ganzen Dinger noch machen. Ja, wir haben noch genug zu tun. Zusammen. Gut. Alles. Das meine ich halt. Gut, dann rüber, mal zu Prosperity. Dann machen wir das jetzt hier noch ein bisschen auf. Dann machen wir Feierabend für heute. Dann haben wir ja auch ein gutes Ende dann. Unsere Home-Basis erweitert. Damit die vor den Highwaymen geschützt ist. Richtig. Pack. Das ist halt so eine klassische, Hallöchen. Sollte mal die Werkstatt, habe ich die Werkstatt aufgebaut? World End Story, ne? Ich könnte jetzt weiterbauen. Ethanol, was ich denn? Die Werkbank? Ja, die Werkbank auf 3, auf die nächste Stufe ausbauen. Ah. Ich glaube, das ist schon Fahrzeug 2. Fahrzeug 2. Ne, Fahrzeug 1, 1. Ne, ne, alles gut. Ach, ist die noch... Werkstatt, die Werkstatt. Nicht ja, die Werkbank. Okay. Werkstatt, ja. Ich hab mich schon gewundert, warum kannst du denn die Werkbank schon so weit ausbauen? Ich glaube, da müsste jetzt ein Stopp dran sein, bis wir Prosperity aufgebaut haben. Dann machen wir nach den Garten. Genau, den Garten mit hoch. Ich muss ja gerade gucken, welche Teile noch fehlen. Hast du das Sprengstofflabor schon hochge... Eieiei, das fehlt noch. Ne, ich brauche gar nicht hinzugehen. Ich mache das einfach so. Das Menü raus. Ich, okay. ich bin gerade dran am Aufbauen. Trainingslager. Ah, stimmt, das Trainingslager gibt es auch noch. Ja, ich bin, da fehlt noch einiges bestimmt. Ja. Es fehlt eigentlich jetzt auch nur noch das Sprengstofflabor, ansonsten haben wir alles. Sehr gut. Damit haben wir Prosperity mal auf eine Stufe ausgebaut. Zumindest auf die erste Stufe ausgebaut. Perfekt. Ja, dann also würde ich sagen, für die nächsten Folgen planen wir ein. Als Vorschlag vielleicht noch ein... Voraussetzung für... Warte mal, wir können auch nicht weiter was ausbauen noch, ne? Schon auf Stufe 2? Nö, kann man nicht, okay. Nee, kann man noch nicht. Also, wir sollten uns so langsam in den nächsten Folgen der Story-Mission widmen, würde ich behaupten. Damit wir dann ja auch weiter ausbauen und sowas können. Ja, genau, das würde ich auch mal auf jeden Fall machen, gut. Gut, dann soll das für heute gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen um... Naja, morgen um 16 Uhr. Ich war gerade 20 Uhr, weil dann hätte ich vielleicht ein bisschen splitten, manchmal ein bisschen umsetzen müssen. Weil ich meine Streams und alles zumindest am Wochenende brauche ich ja nochmal. Normalerweise kommen die Folgen immer samstags 19, samstags. Nein, Moment, samstags 8, 17 Uhr. Aber das geht, betrifft GTA. Ich meine Streams, weil 20 kann ich nicht mal den 20 Uhr Slot nehmen. Sonntags 19 und montags dann bleibt es bei 20 Uhr. Naja, wie immer sage ich, ich mache hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry New Dawn und dann machen wir weiter. Vielleicht mit der Story-Mission, vielleicht auch mit einem anderen Quatsch. Wir wissen es noch nicht. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.